Sehr schön. Guten Abend. Guten Abend. Dankeschön. 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 Es wird wieder was geben. Man sieht, wie gut Kriminalität hier ankommt. Tja, ich begrüße Sie sehr herzlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zum letzten heißen Draht. Sie wissen, in der letzten Sendung hatte ich hier 30 Hexen. Die sind mir nicht so besonders gut bekommen. Deswegen habe ich mir heute nur 5 Gesprächspartnerinnen eingeladen. Wovon mich eine hier schon besonders gefesselt hat. Ich hoffe, das ist nur eine vorläufige Festnahme und nicht eine Verhaftung. Könnten Sie mich bitte netterweise wenigstens auf Bewährung freilassen? Mein Gott, der Blick. Meine Damen und Herren, das ist so etwas wie Kojak, Cannon, Inspektor Columbo und James Bond in einer Person. Die Dame, die mich hier hereingeführt hat und jetzt von den Handschellen befreit ist, Dr. Eile Könne aus Helsinki und war 16 Jahre lang Chef der Interpol in Finnland. Und darüber hinaus hat sie jetzt eines der schwersten Ämter in Finnland, nämlich sie ist Chefin der Ausländerpolizei, der Fremdenpolizei. Und mit welchen schlimmen Dingen und hart zu entscheidenden Dingen sie da manchmal zusammenkommt, das wollen wir nachher bereden. Auf jeden Fall bin ich schon sehr froh, dass sie mich heute Abend nicht im Schwitzkasten hereingeführt hat, wie gestern Abend Helmut Kohl das mit einem Angreifer offensichtlich gemacht hat. Aber es wäre bei ihr auch möglich gewesen. Bitte nehmen Sie doch da Platz, Frau Dr. Kennö. Herzlich willkommen. Ich bleibe aber gleich hier, wenn Sie das Mikrofon dann bitte anstecken. So, ich bleibe gleich hier und bitte diese entzückende junge Dame, bevor ich sage, wer sie ist, um vielleicht, und auch das nicht ohne Grund, um eine für ihren Beruf typische Handbewegung. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie eine der wenigen Dirigentinnen in dieser Welt sind? Ja, man sagt es. Dann begrüßen wir sehr herzlich Hortense von Gelmini. Einen der größten Dirigenten in der Welt des Fußballs freue ich mich heute begrüßen zu dürfen. Er ist gerade vom Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hierher gekommen. Es ist, bevor wir hier in Traurigkeit verfallen, es ist Franz Beckenbauer. Herzlich willkommen. Um allen Zweifeln endlich ein Ende zu bereiten, unsere Kinder spielen längst wieder über den Zaun zusammen. Es ist nicht so gut gegangen heute, Franz. Ne? Nein, leider nicht. Elfmeter, ja, 2-0. Ist sehr unglücklich gelaufen, der Schiedsrichter hat etwas mitgeholfen. Aber da haben wir, daran haben wir uns in Frankfurt bereits gewohnt, das ist nicht so tragisch. Wir haben das Spiel 2-0 verloren. Dann in der zweiten Halbzeit waren die Frankfurter etwas stärker, aber mein Gott, in der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel für uns entscheiden können, aber da waren einige Fakten gegen uns. Aber ich muss ehrlich sagen, trotzdem siehst du nicht sehr unglücklich aus, bist nicht sehr traurig. Ja doch, das täuscht vielleicht, vielleicht überspiele ich das etwas, denn ein Punkt oder gar 2 Punkte in Frankfurt hätten uns gut getan, schon im Hinblick auf unser nächstes Europapokalspiel am kommenden Mittwoch gegen Saint-Étienne. Ich hoffe nur, dass uns die Niederlage in Frankfurt nicht allzu weit zurückwirft, denn es kommt immer darauf an, wie man verliert. Und ja, in Frankfurt haben wir sehr unglücklich verloren. Aber ich bin nicht sehr unglücklich. Ich muss ja weitergehen. Ich würde noch gerne und lange mit dir über Fußball reden. Aber du bist nicht die Hauptperson heute Abend. Gott sei Dank. Die Hauptperson hat sich schon bemerkbar gemacht bei einer Bemerkung von dir. Da kam schon, pssst, da kam schon die Diplomatie, da kam schon alles. Das ist die Hauptperson heute. Der warnende Finger im Hintergrund. Nämlich deine Frau Brigitte, die ich jetzt hoffe, auf eine starke Stunde entführen zu dürfen. Brigitte Beckenbauer. So, bitteschön. Machst du vielleicht da das Klubball da irgendwo hin? Tja, Brigittchen, ich möchte dich gleich mit deiner Nachbarin zur Rechten bekannt machen. Und Sie, meine Damen und Herren, zu Hause auch. Ein Gast, der schon einmal bei uns war und damals viel zu wenig zu Wort kam. Deswegen wollen wir heute so ziemlich gleich mit ihr beginnen. Das ist Lucia Alberti aus Rom. Herzlich willkommen.
Lucia Alberti ist Astrologin, ist Schriftstellerin, ist Journalistin, ist Kolumnistin. Sie ist eine ganze Menge. Sie hat mir eins gesagt, was ich nicht sagen darf, was sie auch ist. Ich sag's auch nicht. Aber fast auch ein bisschen Wahrsagerin. Ja, man kann es auch so nennen. Mhm. Also es ist vielleicht nicht so seriös, aber vielleicht. Man kann auch Wahrsagerin sagen. Dann bleiben wir bei dem nicht ganz so seriösen einer Wahrsagerin. Ja. Bitte, Lucia, sag mir voraus, was geschieht heute Abend mit mir? Also ich habe in meinen Büchern nachgesehen, die ich nicht mitnehmen konnte natürlich. Und der Abend wird sehr günstig für dich sein. Es gibt vielleicht einige kleinige Schwierigkeiten, die hoffentlich nicht eintreffen werden. Das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass es sein muss. Ich hoffe es zumindest. Das wird sicher sehr günstig. Also ich berufe mich dann im Laufe des Abends noch darauf. Meine Damen und Herren, der nächste Gast, nächste Gesprächspartnerin, kommt eigentlich aus Amerika. Im Augenblick kommt sie aus London, wo sie einen neuen Film dreht. Und ich habe sie kennengelernt vor sage und schreibe 14 Jahren, und das war im tiefsten Süden Spaniens, und dort saßen wir beide noch auf einem ziemlich hohen Ross. Wollten Sie noch was, Toni? Ja, ich wollte mich entschuldigen, Miss Dalton, für am Herzen des Weibes. Mein Vater hat gesagt, Sie bleiben nur eine Woche hier. Ja, wir müssen weiter zum Rodeo nach Calexico. Schade. Tja, na ja, vielleicht. Vielleicht? Naja, wissen Sie, da, wo es mir besonders gut gefällt, da bleibe ich immer ein bisschen länger. Wie lange bleiben Sie denn so gewöhnlich? Ich glaube, hier würde ich gerne sehr lange bleiben. Machen Sie doch mal ganz schnell die Augen zu. Hä? Sie sollen die Augen zumachen. Elke Sommer. Elke, mach doch mal bitte die Augen zu. Und du auch. Bitte. Mein Gott, 14 Jahre ist das her, Elke, dass wir diesen Film zusammen gemacht haben. Ja, wahnsinnig. Denken, ja. Bezeichnest du das vielleicht als diese ausgleichende Gerechtigkeit? Du bist noch schöner geworden und ich nur 14 Jahre älter. Es steht dir aber gut. Danke. Wirklich. 1-0. Mhm. Sie merken schon, meine Damen und Herren, ich habe heute Abend einen schweren Stand hier. I try to do my very best. We certainly hope so. Und damit ich dieser weiblichen Übermacht hier einfach nicht hilflos ausgeliefert bin, habe ich mir Verstärkung geholt. Es gibt in England zum Beispiel Clubs, in denen Frauen absolut keinen Zutritt haben. Und ich habe mir überlegt, was gibt es in Deutschland? Da gibt es den berühmten Stammtisch. Und einen solchen Stammtisch haben wir heute als Außenstelle. Und zwar in der Nähe von München in einem Forsthaus Wörmbrunn. Und dort sitzen Kollegen von mir, die mir helfen sollen. Ich rufe sie jetzt. Habt ihr schon scharf geladen? Grüß dich, Blecki. Nein, wir haben nicht scharf geladen. Es ist ein ganz friedliches, abgelegenes, stilles Forsthaus, voll mit lauter Fernsehen, Kameras, Kabel, Scheinwerfer. Und wir haben einen Stammtisch besorgt. Wir sollten ja lauter Männer haben. Wir haben das durchbrochen. Eine Dame haben wir zugelassen. Das ist die Puppi hier. Das haben wir eigentlich gemacht, wie wir gesehen haben, dass die Elke da auch Verstärkung dabei hat. Und dann habe ich neben der Puppi, schau mal, Puppi, da, schau mal da drin, was da ist. Und dann habe ich also den Verlobten von der Puppi auch gleich mitgebracht. Komm, Marco, schön, komm, sei nicht so faul. Du blamierst die ganzen Männer, komm, Marco. So, wirklich. Ja, echt eine Chance. Hm? So. Ich hab jetzt also eine Reihenfolge der Schönheit nach. Jetzt gehe ich den Amt und Würden nach. Da sitzt rechts von mir der Herr Hermann Höcherl. Ich wollte also sagen, der Herr Bundesminister AD, ich habe ihn gefragt, was er ausgibt, wenn ich sage, noch oder zur Zeit AD. Aber er hat gesagt, nein, gar nichts gibt er aus. Also der Herr Höcherl spielt mit. Und dann habe ich noch einen lieben Kollegen aus Baden-Baden, der von Berufswegen eigentlich dazu berufen ist, Unvereinbares miteinander zu vereinbaren. Er ist Moderator von
von Report. Sie wissen, die Magazine haben so eine Art stillschweigende Abstimmung miteinander. Er bildet also das linke Gegengewicht zum Merseburger, etwa, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das liegt an der bayerischen Perspektive, Herr Lemke. In München ist ein CDU-Mitglied wohl schon links, nicht? Ja, natürlich. Und dann hat er also noch was ihn für dieses Amt eigentlich erst so richtig geeignet macht. Er zaubert auch noch. Ja, es gibt ja kaum Unterschied nicht, zwischen Fernsehmachen und Zauberei. Herr Höchel, darf ich mit Ihnen mal zaubern? Ja, aber bitte. Sind Sie doch so lieb und deuten mir auf irgendeine von diesen Karten. Bitte, auf irgendeine. Auf diese? Ja. Den Rest nehmen Sie bitte in die Hand. Ja. Herr Höchel, die Karte, auf die Sie gedeutet haben, die unterste, schauen Sie sich bitte gut an und merken. Sich nicht verraten, nur merken. Mischen Sie jetzt alles gut zusammen. Schön mischen, so wie im Bundestag, wenn Herbert Wehner spricht, dann machen wir das auch unter der Bank, nicht? Und hier habe ich Ihnen einen kleinen Waschlappen mitgebracht. Der ist schwarz für CSU-Politiker, nicht? Gott sei Dank schwarz. Herr Höchel, sind Sie mal so gut und werfen alle Karten hier hinein und denken ganz scharf an Ihre Karte. Sie wissen sie noch? Jawohl. Sagen Sie mir bitte Simsalabim. Sagen Sie bitte Simsalabim. Wollen Sie Simsalabim sagen, Herr Höchel? Simsalabim. Abracadabra. Sagen Sie Abracadabra und blasen einmal gegen das Säckchen. Zauberhaft, Herr Höchel, das ist Cobra. Cobra sucht ihre Karte. Und ich glaube, sie hat angebissen. Ist das Ihre Karte? Lassen Sie gerade hängen. Ist das Ihre Karte? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, so ist es, natürlich. Im Jahr der Frau, meine Damen und Herren, sucht der Politiker natürlich die Herzdame. Aber ich glaube, ich fürchte sogar, dass sich diese Dame, die einzige an diesem Männerstammtisch neben dem kleinen Hütchen, ziemlich einsam vorkommt. So einsam wie die Damen im Bundestag, Herr Höchel, ne? So einsam sind sie nicht. 40 an der Zahl. 40? Ist das zu viel oder zu wenig? Das reicht. Liebes Forsthaus Wörmbrunn, ich glaube, wir sind wieder drauf und ich muss mich bedanken für diesen fabelhaften Übergang. Etwas Besseres als eine Herzdame hätte es nicht sein können. Damit komme ich zu dir, Elke. Als wir zusammen diesen Film gedreht haben, da waren immerhin ein paar Profis versammelt und wir waren uns, oder sagen wir die, ich nehme mich aus. Na, die waren sich ruhig einnehmen. Die waren damals sich völlig einig darüber, dass du in absehbarer Zeit eine internationale Karriere machen wirst. Ja. Warst du damals zu diesem Zeitpunkt auch davon überzeugt? Nein, Blackie, weißt du, wir haben ja lange darüber gesprochen damals und du gabst mir ein paar sehr gute Tipps. Aber ich muss sagen, dass die ersten 5, 6 Jahre meiner sogenannten, in Anführungszeichen, Karriere wirklich nur aus Fates gemacht wurden. Ich meine, ich bin in den Beruf reingekommen durch puren Zufall und habe es wirklich bis vor 6, 7 Jahren nicht ernst genommen. Könnte man auch sagen, wie die Jungfrau zum Kind? Ja, das ist etwas krass, aber man könnte es auch sagen, ja. Aber im Jahr der Frau berechtigt? Ja, im Jahr der Frau, da sprechen wir noch später drüber. Nee, aber weißt du, ich nehme es erst wirklich seit 6 Jahren wirklich ernst. Es war Zufall, dass ich da reingeschlittert bin. Und ich machte es so gut, ich es konnte. Und es war nicht sehr gut. Ich habe sehr viel dazugelernt. Und du hast mir sehr geholfen, muss ich sagen. Wie ehrlich. Und dazu gleich die nächste Frage. Du lebst jetzt in einem Land, in dem die wirklichen Profis zu Hause sind. Das kann man wohl sagen, ja. Und dort arbeitest du und dort hast du einen großen Erfolg. Mhm. Welche besonderen Eigenarten, welche besonderen Qualitäten muss man haben, um in diesem Land der Profis ein Bein auf die Erde zu kriegen im Showbusiness? Ich glaube, nur eine Qualität, das ist Personality. Also jemand sein, der etwas ausstrahlt. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Schauspieler, die sehr gut aussehen, auch obwohl es bei einem Schauspiel nicht unbedingt das Muss sein muss, die aber keine Ausstrahlung haben. Mhm. Und ich glaube, die Ausstrahlung ist das A und O. Da möchte ich gleich dazu fragen, was glaubst du, Elke, wie die Amerikaner dich sehen? Sehen sie dich als Gretchen? Sehen sie dich als Sauerkraut Badeau. Sauerkraut, dazu ist nichts mehr zu sagen. Und apropos Sauerkraut, da meldet sich gleich ganz aufgeregt das Forsthaus in Wörmbrunn. Ja, Herr Höchel, wollten Sie was dazu sagen? Guten Abend. Ich möchte gerne fragen, wie der Zufall heißt. Mein Zufall? Wie er heißt, der Zufall? Der Zufall hieß Via Reggio. Sie meinen den Zufall des... Der Karriere, glaube ich. Der Karriere. Name des Zufalls. Ja. Ja. Der Name des Zufalls war eigentlich Victoria De Sica, der jetzt leider verstorben ist. Es begann alles in Via Reggio, in ihrem Heimatland. Und der sah mich und testete mich und wollte, ich meine, nein, nicht so. Nicht so! Mach jetzt! Nein!
Nein, er wollte einen Test von mir machen, wobei ich dann immer geradeaus lief und dann mein Gesicht links und rechts wendete und zu großem Erstaunen dann 5000 Mark für den ersten Film bekam, der mit der Sieger, der hieß Uomini e Nobili Uomini, also nur Männer und Edelmänner. Nur links und rechts. Und so fing das an. Herr Höcher, gilt diese Frage als beantwortet? Der Zufall ist ein Mann. Ja, natürlich. Ich würde es auch gar nicht anders haben wollen. Frau Dr. Kenne, Sie waren 16 Jahre lang Leiterin der Interpol in Finnland. Wie sind Sie überhaupt Polizist geworden? Ja, das geschah durch Zufall. Der berühmte Herr Zufall spielt heute Abend eine Hauptrolle. Ja. Also ich kam in die Polizei unter der Kriegszeit und man hatte nicht die Männer. Also ich bekam einen Platz eines Mannes. Und so bin ich in was Polizei. Was sehr außergewöhnlich war in Finnland, ja, oder es war, ich glaube, damals sogar gar nicht möglich war, ja, es bis war dahin. Sehr. Und was war das für ein Platz? Ah, das war auf dem Land in einem kleinen Polizeibezirk. Ja. Und dann im Lauf Ihrer Karriere in der Polizei, die ja zu großen Höhen führte, sind Sie da ausgebildet worden wie ein richtiger Polizist? Sind Sie ausgebildet worden an Waffen? Haben Sie Karate gelernt und Judo und solche Sachen? Oh nein, das habe ich nicht. Nicht. Aber Waffen habe ich natürlich. Waffe haben Sie. Ja. Frau Dr. Kenny, Sie sind gekommen, Sie haben mir in Finnland gesagt, Sie kommen besonders gern, weil Sie einen weit verbreiteten Irrtum korrigieren wollen, der über die Interpol besteht. Ja. Was ist das für ein Irrtum? Ja, ich wollte sagen, was die Menschen nicht glauben, dass Interpol hat keine Agenten. Interpol hat keine Agenten. Also da laufen keine James Bonds nein, und solche nein, Figuren nein, herum, sondern nein. Wie arbeitet Interpol dann? Also alle Menschen haben gelesen, ich glaube, die Bücher, wo man schreibt, dass weil man in Interpol Hauptquartier, da meint man Sekretariat General, gewittert hatte, dass irgendwo in der Welt eine große Sache im Gang war, also mit Spionage oder so weiter. So hat man einen Agenten dorthin geschickt und der hat die Sache untersucht und der hat die Verdächtigen verhaftet und so weiter und so weiter. Und das ist alles falsch. Mhm. Also Interpol hat keine Agenten, Interpol hat kein Recht zu verhaften, Interpol hat kein Recht in einem anderen Land untersuchen. Aber Interpol hat Schreibtische, an denen Menschen sitzen, die ja, sehr viel denken müssen. Ja, also Organisation ist, das Hauptsekretariat ist in Saint-Cloud in Paris. Und jedes Mitgliedsland, also Mitglieder sind Länder, nicht Menschen, nicht ja. einzelne Menschen. Ja. Sie haben ein Zentrum, ein Büro Central National. Mhm. Und das ist das Fenster von dem Lande und in das Land. Ja. Robert ja. Lemke ruft uns aus Wernbrunn. Nein, das war gut. Der Franz. Frau Kinne, eine Frage vom Forsthaus. Man sagt, in Europa gibt es in Sachen Gleichberechtigung der Frau ein Nord-Süd-Gefälle. Also im Norden seien die Frauen gleichberechtigt, da hätten mehr Rechte als im Süden. Gibt es auch in anderen Ländern Europas Frauen, die vergleichbare Stellungen haben wie Sie? Nein, in der Welt nicht. Ah ja. Das ist eine klare Antwort. Frau von Gelmini, Ihr Beruf ist es, nicht wenigen Männern mit dem Stock ihre Überzeugung aufzuzwingen. Und wie Sie das machen, das werden wir uns jetzt in einem kleinen Film anschauen, der uns darüber Aufschluss gibt. Vorsichtig, nach übergebundenem Achtel, dass Sie dann das zweite Achtel davon nicht betonen, nicht verziehen, sondern auf vier, also Viertel vier, das dritte Achtel, vielleicht eine kleine Betonung machen. Die, da, da, da. Finden Sie das ungewöhnlich, von einer Frau dirigiert zu werden? Nein, finde ich gar nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr schön. Das ist mal sehr interessant für uns Musiker. Denn wir haben ja die Gelegenheit noch nie gehabt, um einer Frau dirigiert zu werden.
Frau von Gelmini, wann haben Sie sich entschlossen, Dirigentin zu werden? Ja, sehr früh eigentlich. Das wann? Widerspricht jetzt den Vorgängern mit 6 Jahren ungefähr. Mit 6 Jahren? Ja. Waren Sie ein ziemlich böses Kind? Wieder, das kann ich nicht sagen, dass ich böse war, aber ich hatte schon eine starke Vorstellung davon, dass ich Dirigentin werden wollte. Und die blieb auch immer und davon konnte sie auch niemand abbringen? Die Vorstellung, die blieb und sie hat sich erfüllt. Mhm. Aber dazu gehört doch sehr viel Durchsetzungsvermögen, war es sehr schwer oft. Es ist ein schwieriger Beruf, er ist nicht leicht, aber ich glaube auch nicht für einen Mann. Ich wollte Sie ein bisschen hart attackieren. Ja. Wir wissen nämlich, dass sie sehr viele Instrumente spielt und die hat sie gelernt und es wurde so gesagt, sie lehrt an diesen Instrumenten und dazu gehört Waldhorn, Trompete, Cello, Klarinette. Ich lehre aber nicht an diesen. Und ich wollte sie dazu bringen, dass sie uns allen hier irgendetwas vorbläst, aber sie hat sich standhaft geweigert. Ich wollte, dass sie das Halali bläst, dass ich gleich zum Anfang hier liege und bin gejagt und erledigt, aber sie hat sich standhaft geweigert. Ich glaube, sie kann es einfach nicht. Ja, wenn es wirklich eine Provokation wäre, müsste ich blasen, aber ich empfinde es nicht so. Sehr schön gekontert.